Mutis und wilde Gule jagen. Ist meine Aber Spezialität. Es ist noch immer ein und Platz für dich in der Bruderschaft frei, wenn du es möchtest. Das ist für mich wie Tontauben schießen. Es wäre mir eine Ehre beizutreten. Dann ist das also beschlossene Sache. Halen, Reese, begrüßt den neuesten Rekruten der Bruderschaft. Er ist ziemlich vielversprechend. Und mit der richtigen Führung hat er das Zeug dazu, einer der Besten zu werden. Danke. Ich werde dich nicht enttäuschen. Versprochen. Du musst mir nichts mehr beweisen. Es war mehr als genug, den Sender zu holen. Also hast du beschlossen zu bleiben, was? Ich hatte erwartet, dass du dir deine Belohnung holst und dann verschwindest. Ich muss dir überhaupt nichts beweisen. Doch, musst du. Du musst mir beweisen, dass du mir keine Kugel in den Rücken jagst, sobald ich mich umdrehe. Reese, das reicht. Ob es dir passt oder nicht, ihr werdet lernen müssen, zusammenzuarbeiten. Und du solltest dir klar machen, was es bedeutet, zur Bruderschaft zu gehören. Wir sind keine Söldner, wir sind eine Armee. Und wir haben unser Leben einem strikten Verhaltenskodex untergeordnet. Wenn du weiter bei uns bleiben willst, wirst du diese Grundsätze ohne Widerspruch befolgen müssen. Keine Sorge, ich war schon mal in einer Armee. Wunderbar, dann brauche ich keine endlose Ansprache zu halten und kann direkt zum Punkt kommen. Ich verlange nur zwei Dinge von den Leuten, die unter meinem Kommando stehen. Ehrlichkeit und Respekt. Du fügst dich in die Gemeinschaft ein. Ich gebe dir einen Befehl, du befolgst ihn. So einfach ist das. Es gibt noch eine letzte Sache. Ich werde empfehlen, dich zum Ritter zu befördern. Das ist zwar nichts Offizielles, solange du nicht mit Ältester Maxen gesprochen hast, aber ich wollte es dich schon mal wissen lassen. Danke. Du musst dich nicht bedanken. Erfüll einfach weiter deine Pflicht, Soldat. Ad Victoriam, Ritter. Er weiß doch nicht mal, was das heißt, Halen. Ad Victoriam bedeutet zum Sieg. Für uns ist eine Niederlage nicht hinnehmbar, denn wir kämpfen für die Zukunft der Menschheit. Unser Schlachtruf ist viel mächtiger als jede Waffe, die du dir vorstellen kannst. Merk dir das. Ich habe Befehl bekommen, dass wir beide uns auf der Pridwin melden sollen. Wenn du aber vorher noch ein paar Missionen für Gelehrte Halen oder Ritter Reese erledigen willst, wären sie für deine Hilfe sicher dankbar. Ich überlasse das ganz dir. Melde dich bei mir, wenn du bereit zum Aufbruch bist. Entschuldigung, Gelehrte Halen. Zeigt dir Reese noch immer die kalte Schulter? Warum hasst er mich? Er hasst dich nicht. Reese gehört mit Leib und Seele der Bruderschaft. Für ihn gibt es sonst nichts. Sie ist seine Familie, sein ganzes Leben. Wenn etwas anderes auf den Plan tritt und ihm in den Weg kommt, schiebt er es beiseite. Läuft da etwas zwischen euch beiden? Nach meinem Eintritt in die Bruderschaft war Reese mein Mentor. Er hat mir gezeigt, wie die Dinge laufen. Ich dachte, dass da etwas mehr zwischen uns wäre, also fragte ich ihn, ob er mir gegenüber solche Gefühle hat. Er sagte mir, dass es in seinem Leben für nichts außer der stählernen Bruderschaft einen Platz gibt. Wir sprachen nie wieder darüber. Also ich muss da mal weiterarbeiten. Wenn du dir Sorgen wegen Reese machst, kümmere dich gar nicht um ihn. Ach, der kommt schon noch zu sehen. Bist du bereit, deinen ersten Auftrag anzunehmen? Bereit. Großartig. Ich erzähl dir, was zu tun ist. Eine der wichtigsten Aufgaben der Bruderschaft ist das Finden und Erhalten von Technologie, die bei den Bombenabwürfen verloren ging. Ich habe eine Liste mit Orten, an denen sich Artefakte befinden. Hol sie, damit unsere Gelehrten sie katalogisieren und studieren können. Hier, mit diesen Informationen solltest du dein erstes Artefakt finden können. Viel Glück und sei vorsichtig. Entschuldigung. Gut, raus damit. Was für eine Nummer ziehst du hier ab? Was meinst du? Normalerweise durchschaue ich Menschen auf den ersten Blick. Aber du bist anders. Und das nervt mich ohne Ende. Du bist nicht fürs Militär gemacht. Du bist ein Einzelgänger. Also kapiere ich nicht, warum du noch hier bist. Du hast, was du wolltest, also warum ziehst du nicht weiter? Was kann ich dir sagen, damit du mir vertraust? Es gibt nichts, was du sagen kannst. Vertrauen verdient man sich durch Taten. Nicht durch mehr, nicht durch weniger. Gut, ich will mal nicht so sein, weil Dance dir vertraut. Aber wenn du aus der Reihe schlägst und meine Brüder und Schwestern in Gefahr bringst, sorge ich dafür, dass du das bereust. Also, bereit für deinen Auftrag, du Held?
Es ist 20 Uhr. Hier hört Radio Freedom die Stimme der Minutemen. Im Moment sei vorsichtig. Die Suche nach dem Artefakt kann genauso gefährlich sein wie der Rücktransport. Es darf auf keinen Fall beschädigt werden. Gelehrte? Heutzutage kann es so schwierig sein, Artefakte zu finden, mit denen wir Gelehrte auch etwas anfangen können. Aber wenn man eins findet, ist es die Mühen immer wert. Was ist dein Problem? Ich kann mir keinen Reim auf dich machen. Du kommst aus dem Nichts, schaltest ein paar wilde Ghule aus und plötzlich bist du der beste Kumpel von Paladin Dance. Ich weiß nicht, ob du wirklich Teil der Bruderschaft sein willst oder nur die Zeit totschlägst, bis du das findest, wonach auch immer du suchst. Solange du nicht ein paar dieser Aufträge erledigst, werde ich dich im Auge behalten. Also, bist du bereit oder was? Bereit. Dann hör zu. Ob es dir gefällt oder nicht, eine unserer wichtigsten Aufgaben im Commonwealth ist die Müllbeseitigung. Ich rede von Mutanten, Ghulen, Synths, den Ausgeburten, die die verdammten Eierköpfe mit ihren Spielzeugen erschaffen haben. Es ist ganz einfach. Ich schicke dich zu einem Ziel und du vernichtest alles, was sich dort häuslich eingerichtet hat. Alle Einzelheiten findest du direkt hier. Komm erst wieder, wenn die Aufgabe erledigt ist. Pass auf dich auf da draußen. Wir sind wohl nicht die Einzigen, die das Commonwealth nach diesen Artefakten durchkämmen. Radio Freedom. Wir senden rund um die Uhr und im gesamten Commonwealth. Alles ruhig, so wie wir es mögen. Passt auf euch auf, Leute.